Auf eine weitere Reise in den Katakomben bei Cold Inside. Ja, es ist ganz schön kalt hier, muss ich einfach so sagen. Es ist kälter, als ich es je gedacht hätte bei diesem Spiel. Naja, gut. Ja. Wir haben den Wurm in der letzten Folge gefunden. Und er verfolgt uns anscheinend. Lass uns mal überraschen, wo dieser Wurm auftauchen wird. Hallo? Da oben war er. Ach du Kacke. Muss ich jetzt da lang, oder? Ja, ich glaube, wir müssen nach runter, oder? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und irgendwie haben die hier mit Teleportation und so Portale erschaffen in der Fabrik, also in dem Labor und ja. Wow, wie cool das aussieht. Oh Gott, oh Gott. Oh nein, Jump-and-Run-Passagen oder was? Lass mich raten, der Wurm. Mach doch nicht so was, Mann. Ich habe die Folge gerade erst begonnen. Ich rede doch, um mich selbst zu beruhigen. Der Wurm lebt in der Kanalisation. Kann das sein, in den Katakomben? Was ist denn da auf dem Auto? Können wir aufs Auto drauf? Huah! Oh. Ja, eigentlich wollte ich das gar nicht. Ich wollte eigentlich da hinten noch weitergehen, aber okay, wenn das so ist. Was zur Hölle ist hier gerade passiert? Und was zur... Was zur Hölle? Wo muss ich hin? Teilweise durch das Geländer gehen. Oh Gott, wir. Oh, ich sollte mich beeilen, das Auto kommt. I need to run. Ja, run doch. Ich kann nicht rennen. Lauf! Was ist da eben passiert? Ich glaube, der Wurm ist gestorben, oder? Alter. Ich will nicht mehr. Sie hat uns versprochen, in irgendeiner Folge, sie wird uns nichts tun. Ist es der Wurm? Wieso renne ich denn immer noch? Ich will nicht rennen. Ich bin weg. Ciao. Sie hat uns das versprochen, dass sie uns nichts tun wird.
Oh nein, 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 nein! Ich bin doch gerade gelaufen. Achso, der Ast ist krumm. Hä? Ich falle hier runter! How are you, kid? Okay, mit Rennen ging's. Da können wir rein. Ich glaube, müssen wir bestimmt auch, ne? Oh nein. Wir gehen jetzt in den Schlund. In den Schlund der Würmer, wollte ich gesagt haben. Weg hier, bloß 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 weg hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sind auf ein Floß. Ich komme gerade vor wie so einer Geisterbahn im Phantasialand oder so. Das Floß rudert einfach weiter. War das richtig hier lang? Ich weiß nicht, ob das richtig war. Okay, wieder eine Notiz. So, eine Notiz des Wissenschaftlers. Oh, warte mal. Hat er nicht richtig, warte, 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 haben wir gleich. Eine Notiz des Wissenschaftlers. Die ich fast auseinandergebracht habe. Die Kreatur, die ich fast auseinandergebracht habe. Was mich gerettet hat, ist, dass die Kreaturen Angst vor Licht hatten. Meine Hände zittern immer noch. Gregory bleibt dort. Verdammt, ich komme zurück, um ihn zu holen. Die Stiftung glaubt, dass die Kreaturen und die Anomalien kontrollieren, dass sie die Anomalien und die Kreaturen kontrollieren können. Es ist dumm. Sie sagen, es wäre ein interessanter Job. Und worauf habe ich gehofft? Worauf soll ich hoffen, wahrscheinlich? Was war das denn? Oh Gott, das war furchtbar! Alter, was ist das denn? Mr. Krabs oder was? Komm rein, mein Junge. Komm rein, mein Junge. In die große Krabbe. Hallo, wir kennen uns ja. Oh Gott, das war so furchtbar mit dem Gesicht. Ich hasse rote Räume.
Was läuft denn da? Was ist denn das? Also gibt's ja mehrere Würmer, ne? Den einen haben wir zerstört, aber anscheinend gibt's ja mehrere. Oh, da. Ein Secret. Juhu. Wir haben gesagt gekriegt, die haben Angst vor Licht, ne? Lass mich raten. Müssen wir am Licht bleiben? Bestimmt, ne? Ja, und jetzt? Alter, hier lass nicht. Oh Gott, ist das weit weg. Das werde ich noch nie im Leben schaffen. Es ist hinter mir. Es ist hinter mir. Geh weg. Geh weg. Oh. Oh, ich glaube, es kann Gott sei Dank keine Kisten klettern. Hoffe ich mal. Würde ich jetzt mal behaupten. Oh, Alter, wie gut das einfach aussieht. Bitte, liebe Entwickler, entwickelt noch mehr mit der CryEngine. Juhu! Das sieht so unfassbar gut aus, einfach das Spiel. Es ist unfassbar. Das war irgendwie so eine Krabbe, so ein Menschenkrabbe-ähnliches Tier. Ist das mutiert dann wahrscheinlich? Vielleicht? Ah, wo kommen die Anomalien her und alles? Durch die andere, ja, durch die Teleportation. Ich gehe nie wieder baden. Secret? Ein Secret? Gibt's hier ein Secret? Gib mir eine Figur. Ich habe kein Licht, übrigens. Alter. Oh Gott, Alter. Bist du bescheuert, Junge? Damit habe ich jetzt am allerwenigsten gerechnet. Ich habe gedacht, das Vieh kommt wieder. Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eine Fluchtpassage hatten wir bisher, ne? Eine einzige. Finde ich gut, muss ich sagen. Hier kommen wir bestimmt nicht durch, ne? Oder? Ne, noch nicht. Da oben geht's lang. Finde ich gut, das Game bisher. Also, richtig, richtig gut. Cold inside. Ja, cold ist es gerade in meiner Badehose. Also dieses Muster, das habe ich gerade so ein bisschen in meiner Unterhose, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn ich das Spiel noch weiter spiele. Ich mache am besten hier einfach Licht aus, dann sieht man wenigstens mein Gesicht nicht. Wenn ich mich erschrecke. So. Platsch, 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 platsch. Will ich das öffnen? Oh nein, wir können uns verstecken. Oh, ernsthaft? Really? Keine Unterwassergeräusche. Oh nein. Oder müssen wir uns nicht verstecken? Ich mach schon mal alles offen, vorsichtshalber. Das sieht so aus, als könnten wir uns da verstecken. Wir müssen bestimmt nämlich auch wieder zurück. Was leuchtet denn da? Einfach nur ein rotes Licht. Okay. Dann bin ich ja beruhigt, dass es nur ein rotes Licht ist.
Ja. Alter! Nein, nicht du auch schon wieder! Geh weg! Lass mich! Hallo? Ist da wer? Oh, eine Crowbar. Aber anscheinend nicht für hier. Oh nein. Ich halte das für eine sehr schlechte Idee, zurückzugehen. Ich hau den jetzt einen auf den Dietz. Oh. Oh, wir nehmen Schaden, wenn wir den angreifen. Oha. Wir nehmen Schaden? Okay. Oder sind wir das? Gefangen in so einer Zeitschleife. Okay, es geht nicht. Alles ausprobieren. Geht auch nicht. Oh nein, lass das mit den Puppen. Ich hasse Puppen. Sowas. Oh Gott. Oh nein. Alter, was spiele ich hier? Ich spiele es auch noch alleine. Oh, ich habe Gänsehaut. Hallo. Das mit dem Mülleimern war einfach nur Tarnung, damit am Ende das Vieh kommt. Nein, ich will das. Da lief wer. Da lief jemand. Oh Gott, ich würde gern speichern. Speichern ist aber, glaube ich, erst möglich nach dem Ende des Levels, ne? Wofür haben wir die Crowbar bekommen? Waren wir hier schon? Hä? Was haben wir jetzt getan? Wir haben hier irgendwie was gedreht, aber wofür? Ah! Für das Gas, ne? Alter, ich will ja nur noch raus. Nur noch raus. Alles Zementsäcke, was wollten die denn hier einbetonieren? Errungenschaft freigeschaltet, Katakomben. Puh, ich glaube, wir haben das Kapitel. Passend zum Folgenende, kann man sagen. Alter Schwede. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, was ist das für ein Spiel? Oh mein Gott. Nein, wir haben Kleidung an. Gefangenenkleidung, oder? Kapitel 4. Escape. Und
da. Zweiter. Erst in der nächsten Folge. Hier bei Cold Inside. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Also macht's gut. Tschüss.